Geht man denn in so ein Spiel rein? Einfach volle Leute nach vorne oder? Ja klar, also jetzt in der Woche arbeiten wir uns um unseren Plan, den wir vorhaben und hoffentlich umsetzen wollen. Und ja, dann schauen wir, was da rauskommt. Aber wir werden natürlich alles geben, alles reinhauen, weil wir wissen, was das Spiel auch für die Fans bedeutet oder für die beiden Vereine. Und deswegen sind wir da, überlegen wir da unseren vollen Fokus drauf. Wir fragen uns immer alle, wie wollen wir stürmen? Es gibt hier Rolle und oder Polter. Jetzt am Wochenende hatten wir den Eindruck, als Polti dann reinkam, dass das echt dann nochmal einen Wunsch nach vorne gegeben hat. Wenn man die Dortmunder laufen lässt, dann wird es schwierig. Ne? Also die muss man auch beschäftigen mit einer Doppelspitze vielleicht. Ja, das ist zumindest meine Aufgabe, die Aufstellung zu bestimmen. Da sind andere für verantwortlich. Ich bin hier nur da zum Fußballspielen. Aber du hast ja ein Gefühl auf dem Platz. Ne? Und wenn du merkst, dass nach vorne halt mehr geht, ist es ja auch ein bisschen einfacher für dich, wenn du vor dem so viel los. Ja klar, so viele beschäftigen, stimmt. Aber kann man genauso gut mit einer Spitze, mit zwei Spitzen. Wie wir es dann machen, weiß ich jetzt auch nicht. Werden wir dann sehen. Ja, sind alle mal gespannt. Dortmund hat noch Champions League. Auch glaube ich, in dieser Woche ist das bei euch ein kleiner Vorteil vielleicht. Weiß ich jetzt nicht. Kann gut sein, weil das Spiel auch nicht ganz einfach ist gegen City. Ja, natürlich hat Dortmund auch ein paar mehr Verletzte, sage ich mal, zu beklagen als wir. Aber wir sind trotzdem gut beraten, da jetzt nicht, weil Dortmund in der Champions League noch spielt, da ein paar Gänge rauszunehmen, weil das wäre nicht komplett falsch als Herangehensweise. Habt ihr die Woche so für euch schon durchgeplant? Ist irgendwas anders als bei einem anderen Bundesligaspiel jetzt? Unsere Trainingswoche sieht so aus wie eine normale Trainingswoche. Ich denke aber trotzdem natürlich, dass man jetzt in der Kabine über das Spiel redet, dass alles Pudding beginnt. Und dann natürlich, ja, für uns alle was Besonderes ist, auch wenn man sich freut. Du hast keine Verantwortung für die Aufstellung, aber du würdest ja trotzdem Flick aufstellen wahrscheinlich. Und Flick spielt ja auch jetzt. War das für dich ein bisschen blöd, als Alex Karl kam? Oder dachte, Moment, ich bin noch da. Ich denke, Konkurrenzkampf gehört dazu. Letztendlich muss man sich dann beweisen und auch im Training durchsetzen oder im Spiel, wenn man die Chance bekommt, sich versucht zu machen. Jetzt habe ich ja, die letzten zwei Spiele beginnen dürfen und das freut mich natürlich sehr. Wie geht es mit Tom Kraus gerade ziemlich gut? Kennt ihr euch auch außerhalb? Ihr kennt euch aus der U21, spielt das auch eine Rolle? Kann man das auf den Platz übertragen, wenn man sich auch vorher schon mal kennengelernt hat? Ja, stimmt. Wir haben uns zusammen bei der U21 kennengelernt. Wir kommen auch gut miteinander aus. So auch neben dem Platz. Wir nehmen Dinge zusammen und das ja, zeigt sich dann auch, denke ich, auf dem Platz. Ihr habt jetzt euren ersten Sieg eingefahren. Merkt man das jetzt auch die letzten zwei, drei Tage? Ist da eine andere Stimmung in der Kabine bei euch in der Mannschaft? Ja, die Stimmung in der Mannschaft ist jetzt gut. Man merkt, dass man jetzt wirklich angekommen ist in der Liga. Dass man weiß, man kann auch die Spiele gewinnen oder für sich entscheiden. Und man pusht push nach vorne. Ja. Also ein bisschen Respekt vor der gelben Wand. Das ist ja nochmal, dann doch nochmal, ich weiß, ihr habt auch ein tolles Stadion, auch sehr laut, aber das ist ja nochmal, das ist ja tatsächlich dann nochmal eine Nummer gewesen. Ja, ich habe schon mal, ich war schon mal dort im Stadion, habe schon mal miterlebt. Aber, ja, die Stimmung ist natürlich was Besonderes. Wie du schon gesagt hast, wir haben ja auch ein sehr, sehr schönes Stadion mit einer sehr, sehr guten Stimmung. Und, ja, sind mal gespannt, was uns zukommt. Könnt ihr nicht der Gerhard Asamoah noch mal in sich hinsetzen, so in die Kabine und seinen Ohren setzen und das Märchenbuch aufklappen und dann kann man von den schönsten Derby-Siegen erzählen? Ich glaube, wer? Denke ich auch, ja. Vielleicht passiert da ja noch die Woche was, ja. Aber auch so Derby mit dem BVB haben ja auch ihre eigenen Gesetze. Wie gehen Sie an das Spiel? Ja, stimmt. Man hat es in der Vergangenheit schon gesehen. Das 4-4 in Dortmund war natürlich was ganz Besonderes jetzt. Und ich denke auch, dass da ja, im Derby andere Gesetze herrschen als beim, sag mal, in Anführungszeichen, im normalen Ligaspiel. Deswegen wollen wir da auch die Chance, die wir da haben, nutzen. Ja. Das Spiel hatten jetzt BVB gegen City? Also ich denke, jeder, der Fußball begeistert ist, guckt auch unter der Woche die Champions League. Und da werde ich auch einschalten, ja. Da könnte es ein Problem sein, ja, sehr, sehr viele junge Spieler und jetzt im riesigen Stadion, 80.000 Zuschauer, muss man sich da mental besonders vorbereiten? Also ich denke nicht, dass nur wir junge Spieler haben. Ich habe gerade heute Mittag den Durchschnitt also von beiden Mannschaften gesehen und da ist die Dortmunder-Mannschaft etwas jünger als wir. Und deswegen denke ich, dass wir uns da jetzt nicht auf was Besonderes mal extra einstellen müssen, oder dass wir, weil wir auch eine junge Truppe sind, dann ja, was verstecken. Denke ich nicht. Das könnte auch für uns junge Spieler natürlich ein Ansporn sein, bei so einer Atmosphäre zu spielen. Und das wollen wir auch so annehmen. Ist das was? Das ist ja so, das gilt als das größte Derby in Deutschland. Ist das was, wo Sie, auch wenn Sie jetzt nicht aus der Region hier kommen,
vielleicht immer mal von geträumt haben oder gedacht haben, Mann, da würde ich auch mal gerne dabei sein? Ja, natürlich. Das ist ja auch früher als kleines Kind dann schon immer nochmal anders wahrgenommen, wenn dann die Werbung kam, das große Revierderby. Und habe natürlich dann auch mit Vorfreude drauf geschaut und natürlich auch, dass man das dann selbst auch bestreiten darf. Ja, da freue ich mich jetzt, dass ich da am Wochenende dabei sein kann und natürlich auch mit eingreifen kann. Du bist ja jetzt recht reserviert hier über ein Interview. Glaubst du, also musst du bei so einem Spiel, muss man sich da ein bisschen noch mehr im Zaum halten? Also glaubst du, dass du dich da auch von so Emotionen übermannen lassen könntest? Meinst du jetzt im Spiel? Ja, beim Derby. Also ich meine, wenn man das schon mal miterlebt hat, es kann ja wirklich da auch richtig feurig werden. Ne? Und das schwappt ja auch dann gerne mal so auf den Platz. Bist du eher der Typ, der das so ganz gut ausblenden kann, oder könntest du am Samstag auch bei dir dann mal so? Ja, also ich bin eher so der Typ, der das ganz gut im Überblick, glaube ich, behalten kann. Der sich da auch ganz gut kontrollieren kann. Weil ich denke, das gehört auch dazu, dann nicht zu überhitzen auf dem Platz, sondern immer noch einen kühlen Kopf zu bewahren. Und ja, einfach seine Sache da zu machen. Danke, Flo, und alles Gute. Danke. Ja.